Herzlich willkommen zurück zu Mario Kart Arcade GP 1. Diesmal mit dem Wario Cup. Nachdem die letzte Folge etwas chaotisch war, hoffe ich, dass diese Folge etwas besser wird. Und da geht's halt weiter. Wario Cup war ja letztes Mal schon ganz cool, also die Strecke. Fand ich zumindest. Weil ich gerade ziemlich aus der Kurve gefallen bin. Hoffentlich wird es diesmal besser. Also in der nächsten Kurve meine ich. Bam, Mist. Oh, ich habe aber trotzdem jemanden getroffen. Luigi war das, glaube ich. Ich habe es nicht erkannt, so auf jeden Fall grün. Vielleicht war es Yoshi. Aber es war auf jeden Fall grün. Diesmal falle ich nicht aus der Kurve, oder? Doch, ich falle wieder aus der Kurve. Yes, hat geklappt. Mir fällt gerade auf, dass sie das aus Mario Kart 8 vielleicht auch von hier haben. Das mit dem mit den Items, dass man die in der Hand hält. Hand hält, genau. Ja, dass man die auf jeden Fall da oben in der Hand hält und dann sieht, was man hat. Ach, ich war die ganze Zeit Erster? War ich die ganze Zeit Erster? Weil Wario jetzt auf einmal so vorbeigefahren ist. Ja. Zack. Nice. Schieß einfach mal. Und ich bin wieder Erster, hat hier nicht viel gebracht. Jetzt ist jemand reingefahren. Und zack. Und damit bin ich im Ziel beim Wario Cup Diamond City. Und jetzt geht's weiter mit der steht jetzt nicht da, wie die Strecke heißt, aber steht bestimmt gleich da. Und zwar nö, steht nicht da. Okay. Steht anscheinend immer erst am Ende da. Das fand ich zum Beispiel in den anderen Mario Kart Teilen gut, dass man zuerst die Strecke gezeigt hat. Ah, ist leider niemand reingefahren. Die Items, die spawnen ja sowieso nach einer Runde. Deswegen kann ich, glaube ich, jetzt niemanden mehr treffen. Oh, jetzt ist, glaube ich, jemand reingefahren. Zumindest hat Pac-Man das gesagt. Das ist auch falsch, es geht irgendwie anders. Okay, hier kann man einfach gerade durchfahren. Ich habe das Gefühl, dass man irgendwie schneller ist. Vielleicht ist das ja auch so ähnlich wie mit 150er und so. Ich habe mir mal ein Video von Mario Kart Arcade GP DX oder Deluxe angeguckt. DX heißt ja, glaube ich, Deluxe, aber ich weiß es nicht genau. Und das war fast wie Mario Kart 7. Es kam ja, glaube ich, auch im gleichen Zeitpunkt raus. Ist halt schade, dass man es nicht spielen kann, weil es halt
eigentlich auch ziemlich cool finde. Also man kann es schon spielen, aber ich kann es nicht spielen. Das ist das Problem an der Sache. Zack. Vielleicht bekomme ich noch ein Item zum Ablegen, aber... Bam. Anscheinend nicht, aber hier überhole ich ja sowieso alle immer wieder. Niemand reingefahren. Schade. Ich muss sagen, dass ich besser in dem Spiel werde. Anfangs war ich ja noch ziemlich schlecht, aber je länger ich das spiele, desto besser werde ich. Okay, desto besser werde ich. Ich wollte es jetzt mal auslaufen lassen, weil ich habe es ja immer sofort weggedrückt. Wow. Ach, Snow, irgendwas. Ich konnte es jetzt nicht ganz lesen, weil ich es zu schnell weggedrückt habe. Ist aber schade, dass die Strecke hier nicht auch ein bisschen gezeigt wird. Zack. Jetzt machen sie schon alle einen Turbo-Start. Zack. Sofort reingefahren. Oh, er hat den Stab, das ist natürlich nicht gut. Der Stab ist eins auf eins meiner Hass-Items. Ja, genau deswegen. Ist zwar nicht so schlimm wie der blaue Panzer im normalen Mario Kart, aber auf jeden Fall schlimm. Wenn man im richtigen Moment A drückt, bekommt man das Item sofort. Da muss ich es nicht erst auswählen. Was ist denn mit dem Reifen los? Oh Mann, ich wollte ein Item. Ich wollte mal testen, wie lange das braucht, wenn man nicht sofort atmet. Ah, ich mache die Kurve echt schlecht. Ich muss weiter außen. Hä? Hey, was war das? War gerade Todd unsichtbar? Der Todd. War der gerade unsichtbar? Ich hatte einfach kein Item bekommen. Es braucht schon ziemlich lange. Ah, ich wollte ja die Kurve anders nehmen, aber ich hab's vergessen. Ah, das wird nichts mehr, das wird nichts mehr. Nee, es wird nichts mehr. Der hat auch ziemlichen Abstand. Ja, er ist schon im Ziel. Im dritten mache ich aber noch, komm, yes. Naja. Oh, das war wieder schlecht. Oh nein, ich hab's überholt. Ach, es war schon die letzte Runde, nein. Zweiter! Oh Mann! Geh du weg mit deiner Banane. Oh, erster! Ja, sicher! Und dann baut sich wieder hier jemand den Abstand auf. Das ist echt ein Nachteil ohne blauen Panzer. Mann, ich will, dass du da reinfährst, okay? Danke. Aber ich bin erster, das ist doch ganz gut. Ich frage mich, was es hier eigentlich für ein Teppich sein soll. Sieht ziemlich komisch aus. Was? Nein! Erster, nein, na ja! Dritter, das war der Erste, das war die Reihenfolge. Also in den ersten zwei Versuchen war ich Dritter und dann Zweiter und jetzt halt Erster. Aber jetzt geht's in Runde 4. Diesmal versuche ich nachzugucken, wie die Strecke heißt.
Direkt zweiter, nice. Zack, das war gerade ziemlich gut von mir. Bin ich die Strecke vorhin schon gefahren? Das kommt mir irgendwie gerade nicht so vor. Oder mir kommt es halt nicht so vor, weil ich es nur einmal gemacht habe und deswegen vergessen habe. Ah, sehr schlecht, sehr schlecht. Lol. Der hat anscheinend einen Riesenpilz. Warum hat er es jetzt abgeschossen? Zack. Schön um die Ecke. Stimmt, ich bin von der anderen Richtung gekommen. Das war schon besser. Schieß das mal ab. Ja, natürlich. Die Steuerung ist richtig doof gerade. Vielleicht hat man es gesehen. Dass der richtig komisch gelenkt hat. Oder ob sich es nur so angefühlt hat. Durch das Eis. Das war richtig komisch. Und wieder schön durch die Mitte durch. Ah, das war schlecht. Und der hat wieder den Riesenpilz. Oder? Ne, ist anscheinend gar kein Riesenpilz. Zack. Ich finde es auch eine lustige Idee, da Pac-Man mit einzubauen. Ich soll die mal in Mario Kart 9 in Erwägung ziehen. Aber ich glaube nicht. Ah, bitte. Ja, aber ich glaube nicht, dass es irgendwie Pac-Man in Mario Kart 9 geben wird. Ist ja auch nicht Nintendo. Im Gegensatz zu den Link und so, die jetzt ja auch mit dabei sind. Fun Fact übrigens, man drückt trotzdem einfach nur die Rückwärtstaste, um Gas zu geben. Man muss aber in die falsche Richtung lenken, das stimmt. Bitte. Was? Wie knapp muss das gewesen sein? Wie knapp muss das gewesen sein? You've got a new item for Pac-Man. Okay. Ich hatte es zwar schon mal gesagt, aber ich bin mir echt nicht ganz sicher, ob es jetzt für jeden Spieler irgendwie eigene Items gibt. Ich kapiere das nicht ganz. Aber das finde ich vielleicht noch raus. Das war's mit der Folge von Mario Kart Arcade GP. Nächstes Mal geht's mit dem Pac-Man Cup weiter, der ja letztes Mal ganz cool war. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.